Hallo Fallout-Freunde, willkommen bei Fallout New Vegas in einer brandneuen Folge und schaut mal, wie schön New Vegas da drüben leuchtet. Ist das nicht hervorragend? Ja, wir haben das letzte Mal den Scharfschützen überzeugt abzuziehen. Und jetzt schaue ich mal, was sonst noch so bleibt. Draußen vom Berge komme ich her, genau, das müssen wir noch ab. Wir müssen noch die Quest abgeben. Bitter Springs Krankenstations Blues. Das Pädiatrische Lehrbuch zu Lieutenant Blood bringen, Lieutenant Markland 3 Arzttaschen bringen. Okay, Arzttaschen können wir, glaube ich, kaufen. Ein Retter in der Not, im Camp Forlorn Hope über die Versetzung von Soldaten nach Bitter Springs sprechen, Camp McCarran über die Versetzung von Soldaten nach Bitter Springs, bla 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 bla. Das machen wir. Ich glaube, diese drei Punkte haben wir auch schon entdeckt. Nö, haben wir nicht. Oh, wir sind ja nachlässig. Na gut, dann haben wir noch einen neuen Ort zu entdecken. Ist doch wunderbar. Vielleicht kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste. Dann Die erste bin Aufklärung ich in ist im 50 Camp Folgen Forlorn fertig. Hope. Wenn Sie noch ein paar Ranger kriegen, dann ist das eine uneinnehmbare Festung. Du hast einen hübschen Helm. Den hätte ich gerne im Real Life, weil ich den cool finde. Vielleicht baue ich mir den irgendwann. Mal gucken. Worauf zeigst denn du? Ist ja Wahnsinn. Warte mal. Die hat doch irgendeinen Krampfempfänger. Oder so eine Zwangsstörung, dass sie immer nach da vorne zeigen muss. Egal. Wir wollten ja eigentlich in diese Richtung laufen. So. Tschüss, Fingerzeigerin. So. Genau, wir müssen jetzt dieses neue Camp entdecken. Da führt ein Weg hoch, das ist sehr schön. Und dann nachfragen, ob die Soldaten versetzen wollen. Das tun wir doch gleich. Da Fallout, lass mich durch. Ah ja, wir haben ja jetzt auch, habe ich ganz vergessen, wir haben ja auch eine neue Waffe eingesammelt, ne? Genau, Maschinenpistole, bla. Salz in der Wunde ist Powerfaust, warum habe ich die noch dabei? Ist ja überhaupt nicht mein Stil. Wir hatten doch irgendeine coole. Hier, den Avenger. Das ist doch diese. Ja, genau. Das ist doch jetzt auch eine. Ja, das ist so eine Gatling Gun. Genau. Gatling Gun ist das Wort, was ich gesucht habe. Schlimm, ich bin heute schon wieder richtig wirr unterwegs und da oben kann ich nicht durch, obwohl da eigentlich ein Weg lang führt. Egal. Ja, die Wirrheit schlägt zu. Das liegt aber auch vor allem daran, weil ich Kopfschmerzen habe. Und das schon seit einer Woche. Dieses Hochdruckgebiet, was gerade sich über Europa wälzt und uns zwar schönes Wetter bringt, was ich sehr genieße, bereitet mir aber hohe Kopfschmerzen, also große Kopfschmerzen. Ich bin da so wetteranfällig, wisst ihr? Ganz scheiße sowas. Vor allem, du kannst nichts dafür und nimmst eine Kopfschmerztablette nach der anderen. Und ja, es wird halt nicht besser, weil irgendwie, es bleibt halt gutes Wetter. Also, ich verstehe mich nicht falsch. Ich kriege nicht immer, wenn gutes Wetter ist, kriege ich Kopfschmerzen. Aber wenn es halt so ein drückendes Wetter ist, wisst ihr, mit dem Hochdruckgebiet. Und dann halt so extremst, was ist denn das hier da drüben? Ja, brauche ich jetzt nicht die Gatling Gun. Reicht das Dienstgewehr? Wenn das halt noch so drückend ist, ne? Und so schnelle Wetterwechsel folgen, das macht mich immer fertig. Naja. Da oben sind Gräber. Okay. Wir müssen mal rum um diesen Felsen. Mal gucken, was uns da oben erwartet. Aha. Ein Aussichtspunkt. Und ein RNK-Posten. Wir scheinen auf dem richtigen Weg zu sein. Mal die Waffe wegstecken, dann wirken wir freundlicher. Camp Forlorn Hope. Oha. Guck mal an. Du bist ein RNK-Sturmsoldat, trägst aber die Rüstung von einer. Also. Okay.
Eine Power-Rüstung von der Stellernden Bruderschaft? Interessant. Sowas wäre ja auch cool. Würde mir mal Spaß machen. Ich würde mir gern so eine Power-Rüstung bauen, wenn das nicht so fucking teuer ist, Cosplays. Und dann als Ritter der Stellernden Bruderschaft mal auf so eine Con gehen oder so. Wäre voll meins. Würde mir echt Spaß machen. Noch mein Ehrenkasch. Die sind ganz casual, sind die alle mit der Power-Rüstung der Stellernden Bruderschaft ausgerüstet. Krass. Okay. Naja, warum nicht? Finde ich nice. Sag mal, woher rennt ihr denn alle hin? Habt ihr alle Angst vor mir oder was? Habe ich irgendeine Fraktionskleidung an? Nö. So. Ey, du, warte. Ich tu dir auch gar nichts. Was mit dir? Ich will mit dir reden. Der haut einfach ab. Der kommt wieder zurück. Diggi! Was mit euch los? Ich tue euch doch gar nichts. Ey! Der flieht schon. Der flieht vor mir. Los, geben wir nicht auf. Darauf kann sich die Legion verlassen. Sag mal, was ist mit euch los? Warum haut ihr ab? Kann es sein, dass das Spiel irgendwie gerade mich nicht leiden kann oder so? Meine Fresse. Ah, hier geht's hoch. Ich will doch nur mit jemandem reden. Ist das denn so viel verlangt? Da ist noch ein Punkt, den wir nicht entdeckt haben, ne? Auf der Weltkarte. Süd Nevada Windpark. Aha. Ja, können wir ja gleich nochmal hingehen. Ja, No Name NPC, du wirst mir weiterhelfen. Oder weil ich die Waffe weggesteckt habe, so nach dem Motto, der ist ja verrückt, der steckt die Waffe weg. Private Stone. Ich habe von Ihnen gehört. Wollten Sie mal vorbeischauen, um uns Fußvolk ein wenig auszuhelfen? Oh, bisschen arrogant, oder? Wo liegt das Problem? Mein Problem? Mein Problem ist, dass wir alle sterben werden. Wir haben keine Nahrung, keine Leute und keine Zeit mehr. Die Legion wartet da draußen nur darauf, uns alle umzubringen. Heute, morgen, spielt keine Rolle, wann es soweit ist. Aber wir werden hier alle sterben. Also lassen Sie mich einfach in Ruhe. Wie steht's im Lager? Sie nehmen mich auf die Schippe, oder? Ja. Wie die Dinge stehen? Sie sind im Arsch, so stehen die Dinge. Alle hier liegen im Sterben oder verhungern. Im Stich gelassen vom Rest der RNK. Scheiß auf diesen Ort. Jeder andere Ort wäre mir lieber als hier. Auf Wiedersehen. Ja, was auch immer. Wie die ganzen RNK-Leute uns betrachten, als wären wir einer von ihnen, ne? Also, ich meine, wir haben ein paar Sachen für die erledigt, aber ich bin nicht der Meinung, dass wir einer von denen sind. Okay, Sanitätsbeziehung. Schauen wir mal, vielleicht können wir hier aushelfen. Nein. Dr. Mit Richards. Ihnen hätte ich nicht gerechnet. Was kann ich für Sie tun? Die Lage sieht ziemlich hart aus. Die Menschen führen seit unzähligen Jahrhunderten gegeneinander Krieg. Die Gegenwart macht da keine Ausnahme. Die Leute kämpfen und sterben für das, woran sie glauben. Ich bin nur hier, um sie wieder zusammenzuflicken, damit es weitergehen kann. Sie scheinen sich gut zu schlagen. Nee, das sieht hier aber mehr nach einer Schlachterei aus. Manchmal fühlt es sich hier auch ganz so an. Ich komme mir mehr wie ein Leichenbestatter vor, als wie ein Arzt. Oft habe ich einfach nicht die Ressourcen, um all die Verwundeten zu versorgen. Jetzt sieht es darüber hinaus auch noch so aus, als würde jemand meine Vorräte stehlen. Oha. Wie kommen Sie drauf, dass jemand die Vorräte stiehlt? Ich habe nicht mehr so viele Vorräte, wie ich haben sollte. Ich war sparsam mit ihnen und es sollten definitiv noch mehr übrig sein. Leider habe ich nicht die Zeit für eine Suche nach den fehlenden Vorräten, da ich mit den verwundeten Soldaten alle Hände voll zu tun habe. Ich kann der Sache für Sie nachgehen. Nee, was fehlt denn genau? Ich lagere hier verschiedene Medikamente, aber es sieht aus, als würde mein Vorrat an Hydra sehr schnell zur Neige gehen. Okay. Was sind die Symptome von Hydra?
Übermäßige Anwendung führt zu erweiterten Pupillen, erhöhten Puls und Blutdruck, Schweißausbrüchen. Sie wissen ja, das Übliche. Mhm. Wo bewahren Sie Ihre Vorräte auf? Verschlossen in einem Arzneischrank, hier im Sanitätszelt. Ich bin die meiste Zeit in der Nähe, aber ich kann sie nicht immer im Auge behalten. Klar. Wann haben Sie gemerkt, dass etwas fehlt? Ich weiß noch, wie ich eines Morgens bemerkte, dass meine Vorräte weniger waren, als sie hätten sein sollen. Ich dachte, ich hätte mich vielleicht getäuscht, aber am nächsten Tag bemerkte ich es erneut. Hier im Lager ist nachts so gut wie nichts los, besonders um 2 Uhr, wenn die Wache Schichtwechsel hat. Das wäre ein guter Startpunkt. Mhm. Ich kann der Sache für Sie nachgehen. Das wäre definitiv eine Hilfe. Vielleicht können Sie sich umhören und nach ungewöhnlichen Dingen Ausschau halten. Machen wir. Komm. Wunder der Medizin. Ja, cool. Hier ist eine Arzttasche, die ich nicht stehlen darf. So. Okay. Wer ist denn noch so hier? Wer bist du? Ein No-Name-NPC. Oha. Ich habe so das Gefühl, der Arzt hat schon einige hier begraben. Oh no, oh no. Forlorn Hope. Der Name passt, wie es mir scheint. Vielleicht können wir ja trotzdem helfen. So, was ist denn hier? Das Gefängnis. Wow. Okay. Was haben wir hier? Eine Hütte. Hi. Hi. Okay, ich wollte auch gar nicht stören. Gibt's denn hier sonst noch irgendwas zu sehen? Hier, eine Latrine. Nö. Lass du mich mal hier rein. Eine Baracke. Willkommen zurück zum Programm. Hier spricht Mr. So eine Patrouille durch die Mojave lässt einen fast auf einen nuklearen Winter hoffen. Hier sind unsere Top-Themen. Sergeant Bitterroot? Lass mal. Den lass mal erstmal schlafen. Wer bist du? Du bist auch niemand. Na gut. Sergeant Bitterroot. Erste Aufklärung. Haben Sie einen Grund, mit mir zu sprechen? Reine Neugier. Bitterroot, Sie haben einen ziemlich ungewöhnlichen Namen. Suchen Sie Streit? Oder wissen Sie wirklich nicht, woher ich diesen Namen habe? Nein, weiß ich wirklich nicht. Sprache 30. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Sie müssen es mir nicht sagen, wenn Sie mir nicht wollen. Der Name kommt von den Kahnen. Sie wissen schon, die Großkahne. Meine Eltern gehörten zu ihnen. Ich dachte mir, wenn ich schon bei den Drecksäcken aufwache, dann schulden sie mir auch einen Namen für alles, was ich durchmachen musste. Okay, was ist mit ihren Eltern passiert? Sie sind tot. Sind bei Bitter Springs draufgegangen. Geschah ihnen recht, wenn sie mich fragen. Erzählen Sie mir, was Ihnen bei Bitter Springs zugestoßen ist. Es muss tragisch für Sie gewesen sein, Ihre Eltern zu verlieren. Tut mir leid. Es tut Ihnen leid? Mir überhaupt nicht. Bitter Springs ist das Beste, was mir je passiert ist. Auch das Beste, was meinen Eltern je passiert ist. Sie waren so schlimm wie der Rest. Vielleicht schlimmer. Also kommt Ihr Name von Bitter Springs? Bei den Karnen ist man nicht erwachsen, bis man eine Tracht Prügel kassiert hat. Alle sitzen im Kreis und schlagen auf einen ein, bis man halb tot ist. Na super. Danach darf man, wenn man nicht um Gnade gefleht hat, sich einen neuen Namen aussuchen. Einen, den man den Rest seines Lebens trägt. Als die RNK die Kahne bei Bitter Springs abgeschlachtet hat, hatte ich meine Tracht Prügel noch nicht bekommen. Ich war noch zu jung gewesen. Für mich war Bitter Springs meine Tracht Prügel. Also gab ich mir danach einen Namen. Mehr bekam ich nicht von den Kahnen. Und mehr wollte ich nicht. Hm. Wie haben Sie das Massaker überlebt? Ich könnte Ihnen da wohl eine ziemlich gute Geschichte erzählen. Aber ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich hatte einfach Glück. Nach der Schlacht brachten sie mich zu Daytree. Damals war er noch Captain. Er sah wohl etwas in mir. Wusste, dass ich nicht zu den Kahnen gehöre. Fühlte sich wohl auch schlecht. Seine Leute hatten die meinen getötet. Ich sagte ihm, dass das gut so war, aber das glaubt er mir bis heute nicht. Daytree ist ein guter Mann. Manchmal verhält er sich nicht wie einer, ich weiß, aber er hätte mich nicht aufnehmen müssen. Intelligenz 7. Sie verschweigen mir etwas. Sie haben doch nicht wirklich das ganze Massaker vergessen. Wie sage ich immer zu Major Daytree? Man sollte nicht unter einen Stein schauen, wenn man nicht unbedingt wissen will, was darunter liegt. Mhm. Vielleicht hat die RNK Blut an mir gefunden, das nicht von mir stammte. Vielleicht sind ein paar dieser Kahne nicht durch RNK-Kugeln gestorben. Ich hatte selbst noch eine Menge Rechnungen zu begleichen.
ältere als die RNK je hatte. Fragen Sie nicht, mit wem. Mit wem? Das mit Ihren Eltern meinten Sie nicht ernst, oder? Nicht? Guter Mann, Sie haben meine Eltern nie kennengelernt. Mein Dad hat sich bei jeder Gelegenheit grundlos mit allen möglichen Leuten angelegt. Er hat mir auch das Schießen beigebracht. Wissen Sie wie? Er ließ mich auf RNKler schießen. Nicht nur auf Soldaten, auch auf Zivilisten und Kinder. Dann haben er und seine Kumpels was eingeworfen und über ihre Opfer geprahlt. Ein Haufen Tiere. Und meine Ma? Ein paar Mal wollte sie mich bei so einem Wichser gegen Jet tauschen. Sogar die anderen Kane sagten, dass sie nutzlos ist. Sie gaben sich nur mit ihr ab, weil sie, wie sagte mein Dad so schön, einen verdammt geilen Arsch hatte. Ich hab genug gehört. Reden wir über was anderes. Ja, das ist wahrscheinlich das Beste. Sie sind wohl nicht allzu freundlich, oder? Wohl nicht. Aber ich meine das nicht böse. Wenn Sie unbedingt mit jemandem reden müssen, sollten Sie zu Pik 10 gehen. Er hat immer eine Menge zu erzählen. Mhm. Ich mache hier nur meinen Job und im Moment besteht dieser Job darin, Unholde abzuknallen. Hier im Zelt? Krass. Die gehen mittlerweile schon... Nein, okay. Wie lange sind Sie schon bei der ersten Aufklärung? Eine Weile, würde ich sagen. Ich schreibe da nicht so genau mit. Ich halte die Dinge gerne einfach. Konzentriere mich auf das Hier und Jetzt. Deswegen wurde ich auch Scharfschütze. Wenn man seine Gedanken zu weit abschweifen lässt, verliert man den Blick auf das, was vor einem liegt. Und dann verfehlt man sein Ziel. Mhm. Ihr befehlshabender Offizier ist auch Ihr Vater? Ist das überhaupt zulässig? Ja, sehen Sie, er ist nicht mein richtiger Vater. Er hat sich nur eine Weile um mich gekümmert. Das ist eine lange Geschichte und das Erzählen würde mir zum Hals raushängen, bevor ich fertig wäre. Okay. Wo kann ich hier etwas Arbeit finden? Sie sind Söldner? Dann sollten Sie mit meinem Vater reden, Major Daytree. Er ist unser befehlshabender Offizier. Mhm, okay. Auf Wiedersehen. In Ordnung. Wiedersehen. Wer bist du? Corporal Betsy. Was für ein sinnloser Ausflug. Und ich dachte, ich hätte den Junkie-Bastard erwischt. Guck, guck. Der kommt mir bekannt vor. Habe ich den nicht erledigt? Ich glaube, Sie sollten wissen, dass Kuckuck tot ist. Sie haben ihn getötet? Tja, scheiße. Und ich hatte mir schon einen ausgeklügelten Racheplan überlegt. Hätte ihn wohl nie umgesetzt, aber solange der Fettsack noch lebte, konnte ich wenigstens so tun, als ob ich ihn umsetzen würde. Hier, ich schulde Ihnen was. Nehmen Sie es und verschwinden Sie von hier, bevor ich noch meiner inneren Schlampe nachgebe und den Moment versaue. Warte mal, stimmt, da war was. Ich kann mich dumpf erinnern, dass, ich glaube, sie von Kuckuck vergewaltigt wurde. Und deswegen auf Rache gesonnen hat. Kampflos geben wir nicht auf. Wer bist du? Private Sexton? Ich möchte trotzdem nochmal mit ihr reden. Ich gehe zu Yusanagi und es ist besser geworden. Ich bin auch nicht immer so wütend, wissen Sie? Und ich springe nicht mehr jede Frau im Lager an. Tja, zumindest nicht immer. Mhm. Wie wär's mit einem Date? Ich mag starke Frauen. Ja, das ist genau das. Versuchen Sie nicht drauf zu gehen. Was man eine lesbische Frau verfragen sollte. Ich gehe mal diesen Major Datri oder wie er heißt. Suchen. Wer bist du denn? Kampflos geben wir nicht. Ja. Darauf kann sich die Legion Monroe. Verlassen. Datri oder Daytree wäre gut. Was haben wir hier Schönes? Hope for Central. Ein Zelt. Lieutenant Gorobets. Corporal Sterling. Die erste Aufklärung ist bei Camp Forlorn Hope, dass wir jetzt vielleicht sogar verteidigen können. Major Polatli. RNK-Soldat und... Tech Sergeant Race. Okay, kein Daytree. Ich sehe schon, ich werde mich hier in diesem Camp furchtbar verlaufen und dann niemanden finden, der mir weiter helfen kann. Oder zumindest nicht den, den ich suche. Was haben wir denn hier Schönes? Knacken, Tür, Lagerschuppen. Okay. Ein Safe. Der leider offen und leer ist. Wir sind ja, ich muss echt mich zusammenreißen, um nicht in eine böse Rolle zu verfallen. Das sind noch Nachwirkungen von Fallout 3, da habe ich ja böse gespielt. Schlimm ist das. Fallout Hope Brief 3.
Oh, guck mal an. Es gibt hier Briefe zu finden. Dann. Nein, ich wollte nicht Third Person. Ich wollte weitere Briefe suchen. Können auch mal eine. Na, wir können eine Stunde schlafen. Können wir nicht. Weil uns das Bett nicht gehört. Gibt es hier ein Bett, was uns gehört? Halt. Ha! Brief 4. Okay, auf dem Bett müssen wir auch gucken. Dann gucken wir doch mal. Ich möchte die gerne nach der Reihenfolge lesen. Das heißt aber, ich muss aber auch die in der Reihenfolge einsammeln. Ha! Die 2. Jetzt fehlt, glaube ich, nur noch die 1. Dann können wir 1, 2, 3, 4 lesen. Hi. Sieht aber jetzt nicht so aus, als würde hier noch mehr rumliegen. Schauen wir doch mal. Nee, hier ist nichts. Genau, da haben wir die 3 gefunden. Haben wir hier noch was? Nee, okay. Hier oben ist auch nichts. Haben wir noch mehr so Zelte? So, mal schauen. Da vorne ist auf jeden Fall noch eins. Gucken wir doch mal. Nö. Hey. Selber hey. Ich bin da mal gespannt. Schon auch bei 22 Minuten. Ich habe in der letzten Folge herausgefunden, dass 5, okay. Ich habe in der letzten Folge herausgefunden, dass tatsächlich mit der Aufnahmeeinstellung ist Bild und Ton synchron. Ich nehme stark an, dass es bei dem alten Spiel tatsächlich es nicht möglich ist, irgendwie 60 FPS rauszukitzeln, aus welchen Gründen auch immer. Ich meine, es ist Fallout. Und deshalb er weniger FPS hat, als er tatsächlich dann speichert und deswegen die Sekunde im Bild schneller vergeht als im Ton, was natürlich ärgerlich ist. Es ist noch eine Truhe, aber auch der Brief 1 ist nicht da. Das ist ja gemein, okay. Alter, was ist mit dir los? Seufz und hau ab. Vorsicht! Boah! Seid ihr alle so schreckhaft oder was? Was ist denn los? Habe ich irgendwas im Gesicht? Kann ich jetzt nicht sehen. Leute, ich will euch gar nichts tun. Vorsicht! Boah! Alter, was ist mit denen los? Ich suche hier Briefe. Alles gut. Ich tue euch doch gar nichts. Leute, chillt mal. Komm, trinken Kaffee. Vorsicht! Boah! Zieht einen durch. Boah, die machen mir Angst. Hey. Hi. Chillt mal alle ein bisschen. Vorsicht! Boah! Alter. Ach, deswegen. Weil hier scheiß Blähfliegen sind. Oh Mann. Kriegt euch doch wegen so einem Scheiß. Also wenn ihr euch dagegen nicht verteidigen könnt, dann weiß ich aber auch nicht. Reicht schon. Alter, nicht die Waffe auf mich richten. Das scheiß Blähfliegen, Alter. Kriegen sie nicht wegen. Also wenn das schon dafür sorgt, dass alle in heller Aufregung sind, huiuiuiui. Ist ja echt schlecht bestellt um das Lager. Was ist hier Schönes? Ein Wasserloch. Okay. Ich habe den Brief 1 immer noch nicht gefunden. Das ist echt ärgerlich. Ich weiß nicht, ob es einen Brief 1 überhaupt gibt. Na gut, ich würde gerne, also mich interessiert, was da drin steht. Das heißt, ich schaue jetzt einfach mal, was da drin steht. Halt, waren wir hier schon drin? Kantine. Mhm, da war ich noch nicht. Private Stone. Gibt's hier was zu essen? No? Wie ist das Essen so? Soll ich den Kopf, den Koch verkloppen? Gibt's hier überhaupt einen Koch? Oder macht hier jeder sein eigenes Süppchen?
Die erste Aufklärung ist bei Camp Forlorn Hope, das wir jetzt vielleicht sogar verteidigen können. Hi, Pick 10. Mist, hab diesen Wichser Neffi nicht erwischt, bevor er umfiel. Ich habe gehört, was Corporal Betsy zugestoßen ist. Das schon wieder? Schon gut. Darüber sollte man nicht reden. Ja, okay, auf Wiedersehen. Ja, wir sehen uns. Ach, ich kenne den schon. Okay. Okay, dann schauen wir uns mal den Brief an. Oder die Briefe, besser gesagt. Sonstige. Dann fangen wir mal den Brief 2 an. Liebe Janie, wenn du das hier liest, bedeutet das, dass ich es nicht geschafft habe. Ich möchte dich wissen lassen, dass du das Wichtigste in meiner Welt warst. Du warst meine Sonne, mein Mond, meine Sterne. Auch hier auf dem Schlachtfeld habe ich jede Minute jedes Tages an dich gedacht. Nachts habe ich dein Bild auf die Koje über mir gestellt und in deine wunderschönen Augen geblickt, bis ich eingeschlafen bin. Auch wenn ich jetzt nicht mehr bin, musst du wissen, dass ich immer bei dir sein werde. Schließ einfach deine Augen und denk an mich. Dann werde ich bei dir sein. Daniel. Liebe Mutter, lieber Vater, wenn ihr das lest, wisst ihr, dass ich nicht mehr heimkehren werde. Es tut mir leid, dass das alles so enden musste. Es tut mir leid, dass ich so oft nicht auf euch gehört habe. Es tut mir leid, dass ich einfach davongelaufen bin. Aber ich wollte, dass ihr eins wisst, ihr seid die besten Eltern, die man haben kann. Ihr habt mir alles gegeben, was ich je gebraucht habe. Das sehe ich leider erst jetzt. Danke für alles, euer Sohn James. Audrey. Die Lage hat sich seit meinem letzten Brief deutlich verschlechtert. Die Situation hier in Forlorn Hope wird immer schlimmer. Kaum Essen, nur wenig Medizin und Vorräte und wir haben alle unglaubliche Angst. Wir verlieren jeden Tag eine Handvoll guter Männer. Es ist nicht leicht, wenn man mit ansehen muss, wie alle seine Freunde sterben. Der Major tut sein Bestes, um uns Hoffnung und Zuversicht zu geben, aber es funktioniert nicht mehr. Hier sind schon zu viele Leute gestorben. Dr. Richards ist ein guter Mann, wenn auch ein bisschen komisch, aber wir wird mit der Masse an Verwundeten einfach nicht mehr fertig. Trotz all dieser Widrigkeiten finde ich Trost in der Tatsache, dass ich für die Sicherheit unserer Familie kämpfe. Und wenn die RNK diesen Kampf gewinnt, wird die Welt ein besserer Ort für uns alle sein. Pass auf die Kinder auf, ich melde mich bald wieder. Ted. Liebe Ma, lieber Pa. Wenn ihr diesen Brief erhaltet, dann wisst ihr sicher schon, was passiert ist. Es tut mir leid, aber ich bin jetzt an einem besseren Ort. Sagt Mikey, dass ich mein Bestes gegeben habe, okay? Ihr wart die beste Familie aller Zeiten und ich hoffe, dass ich euch Grund gegeben habe, stolz auf mich zu sein. Will. Die haben ja alle die Hoffnung aufgegeben. Forlorn Hope. Wie treffend. So, gut. Ich würde sagen, das war's erstmal für die Folge. Wir haben zwar jetzt den Daytree oder Datree oder wie auch immer heißt, haben wir jetzt zwar nicht gefunden, aber vielleicht finden wir ihn in der nächsten Folge. Wo geht's eigentlich hier hin? Ach, man kann hier einfach durchspazieren. Cool. Oh, jetzt leckt's. War ich irgendwo noch nicht? Na, sieht so aus, als wäre ich schon überall gewesen. Oder, warte mal, ich habe doch sicher einen Quest-Pfeil. Vielleicht zeigt der irgendwo hin. Weltkarte. Aufgaben. Hier. Im Camp Forlorn Hope über die Versetzung von Soldaten. Achso, das ist der Retter der Not. Ja. Okay. Ah ja, und Wunder der Medizin. Nachts das medizinische Zentrum. Ja, ja, ja. Wir kommen hier vom Tausendsten ins Millionste, beziehungsweise vom Hundertsten ins Tausendste. Die erste Aufklärung ist bei Camp Forlorn Hope, das wir jetzt vielleicht sogar verteidigen können. Ach, jetzt habe ich das blöde Klemmbrett mitgenommen. Nein, ich bin blöd. Ja, dann finden wir mal den Daytree hoffentlich in der nächsten Folge. Wo geht's hier eigentlich hin? Ah, das ist der Lagerschuppen wieder. Ja, okay. Hier ist aber auch cooles Zeug. Und alles leer. Blöd. Schade, 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 schade. Okay, ich rede zu viel. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.